herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war heute bei DM einkaufen gewesen. Genau, und wir legen gleich mal los. Zuerst habe ich hier eine Zahnbürste mit Super Soft. Die nehme ich immer, die Super Soft, weil ich so empfindliche Zähne habe. Deswegen nehme ich diese Sorte. Genau. Dann habe ich noch eine Kinderzahnbürste für meinen Sohn gekauft von 0 bis 3 Jahre. Okay, die ist ein bisschen falsch, aber egal, aber die kann er trotzdem mit benutzen. Die hat mir so gut gefallen. Hier sind auch so eine kleine Maus drauf. Genau. Auch von DM. Genau. So, dann haben wir hier ein paar Multivitamine für Kinder mitgenommen. Hier sind 20 leckere Bärchen zum Lutschen und Kauen zuckerfrei. Die hier habe ich gekauft. Die kaufe ich auch immer wieder nach. Genau, 20 Stück sind hier drin und der liebt die so sehr. So, dann habe ich hier etwas mitgenommen von Balea. Lift Effect. Das sind die Retinolkonzentrat hautfestigend. Das sind die hier. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück drin. Die waren neu gewesen. Deswegen hatte ich die einmal mitgenommen. 7 Kapseln sind hier drin. Genau, so sehen die aus von innen. Ich hole es euch mal raus. So hier. Warum leuchtet das jetzt so blau? So. Achso, weil die Dinger blau sind. Seht ihr das? Ja. Ne, die Kapseln sind eigentlich lila. Komisch, warum das so blau leuchtet. Genau, die kam auf einmal mit. Dann habe ich hier noch zweimal für das Meerschwein von Dein Bestes. Exoxysit, zwei Knabberstäbchen mit Gemüse, dreifach gebacken mit den Vitamin A, D3 und E. Das sieht so hier aus. Habe ich zweimal mitgenommen. Liebt er. So, dann habe ich hier noch von Balea ein Beamschwamm für Hornhautentfernung an Hand und Fuß mitgenommen. Der sieht so hier aus. Der ist auch gar nicht so fest. Ich hole ihn euch mal raus. Der ist rosa. Der sieht so aus. Ja. Oh, das krümelt aber. Ja, ich wollte erstmal mit was Leichterem anfangen. Auch für meinen Freund, weil der auch sehr viel Hornhaut hat an den Füßen. Ja, deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dann habe ich hier noch was von Balea, ein Deo Body Spray mit 0% Aluminium mit dem himmlischen Duft nach Leichtigkeit. 24 Stunden halten soll es. Seht ihr das? Ja. Ich rieche mal. Ich habe nämlich nicht gerochen. Ja, süßlich riecht das sehr. So, dann habe ich hier noch einmal ein von Balea, ein Parfüm Deodorant. 0% Aluminium, pure Eleganz, langanhaltenden eleganten Flora-Duft. 24 Stunden, das ist der hier, der ist auch neu. Okay, ich mache jetzt noch nicht, weil ich noch zwei ja offen habe, da mache ich das jetzt nicht auf. Genau, dann habe ich hier etwas von Essence mitgenommen. Das ist der Hydrotin Hyaluron Fixing Spray. Der hier, der lilane. Den hatte ich jetzt alle, der ist bei mir fast alle. Deswegen hatte ich den nochmal mitgenommen, weil der eigentlich ziemlich gut war. Genau, dann habe ich hier noch von Balea ein Duschpeeling. Deine Auszeit mit Mandel.
Blüten- und Vanilleblütenduft mit natürlichen Peelingkörnern. Okay, riecht gut. Das ist der hier. Ja, mein Peeling geht langsam alle, deswegen brauchte ich ein neues. Hier steht auch limitierte Edition drauf, da oben. Genau, müsste dann neu sein. So, dann habe ich jetzt einmal noch mitgenommen, das hier. Das kennt jeder, das Orange mit Vanille. Das ist sowas von gut am Körper und es riecht danach richtig, richtig gut. Ich liebe das. Auch eine limitierte Edition. Cremedusche, Clementin. Genau. Ist sehr gut, nenne ich, mein Freund. Und man riecht danach wie ein richtig gut. So, dann habe ich hier noch die Spülung von Balea. Eine intensive Pflege mit Vanilleduft und Mandel. Leicht Kämmformel ohne Silikon. Beanspruchte und geschädigte Haare. Das ist einmal das hier. Riechen wir mal. Okay, riecht auch nach Mandel. Genau, und das habe ich auch wegen den leichten Kämmen mitgenommen. Und ich möchte noch mal ein bisschen meine Spitzen ein kleines bisschen reparieren, so wie das funktioniert. Ich weiß, man muss sie auch abschneiden und dann alles. Dafür habe ich auch noch dann das Shampoo mitgenommen. Davon. Ja, habe ich gleich beides mitgenommen. Das gab es bei DM, beide Sorten. Aber bei diesen gab es keine Spülung dazu. Das ist das Shampoo Volume mit Beerenduft, Volume Boost Effekt ohne Silikon, dünnes und feines Haar. Das ist das hier. Da gab es keine Spülung dazu. Und das riecht so bärig. Echt so lecker riecht das. Das wollte man gerne essen, aber es geht leider nicht. So, dann habe ich hier noch etwas von Denk mit, ein Rohrreiniger mit Kraft und Formel, löst effektiv Verstopfungen, beseitigt unangenehme Gerüche für alle gängige Rohrratten geeignet. Okay, das ist der hier. Hier sind, wie viel? 1 Liter drin. Ja, das brauchen wir für die Badewanne, weil die leicht ein bisschen verstopft ist. Deswegen muss das Wasser wieder ordentlich durchlaufen. Das geht so langsam durch, dann braucht man eine Ewigkeit. So, dann haben wir hier noch etwas von Fa für die Männer. Sport, Energie, Boost. 94% Inhaltsstoffe, natürliche Ursprungs. 3 in 1 Körper, Haare und Gesicht zum Duschen. Duschgel. Das ist das hier. Das sind 3 Mal. Ist das hier? Das hat, glaube ich, 1 Euro noch was gekostet. Also rund 2 Euro, sagt man mal. Genau, 3 Stück und das ging. Und riechen tut das auch gut. Ja, und mein Freund mag das lieber, wenn es Gesicht, Haare und Körper alles in ein drinne ist. Der mag das nicht immer eins zu nehmen, dann das andere wieder nehmen. Ihr wisst ja, wie Männer sind. Schnell und einfach und fertig. So, dann habe ich diesmal was von Frosch mitgenommen. Das ist mein allererstes Mal. Das ist ein Himbeer-Essig-Anti-Kalk. Das ist der hier. Hier sind 500 Milliliter drin. Wollte ich gerne mal ausprobieren, ob die wirklich so gut sind, weil viele schwärmen dafür, für Frosch. Ja. Wollte ich gerne mal ausprobieren für Kalk und für meine Fliesen mal ein bisschen mitprobieren zum Saubermachen. Genau. So, dann habe ich hier noch ein Produkt, das ist von Denk mit, ein WC-Reinigungsgel, Duft nach Lavendel, Urinstein und kalklösend. Das ist der hier, das ist ein neues Produkt, das wollte ich gerne mal austesten. Hier sind 750 Milliliter drin. Es ist sehr flüssig, seht ihr das? Muss man leicht aufpassen. Zu, oder? Oha, riechen tut's gut. Genau. Kam auch einmal mit in lila Form. Ach, hier steht auch da, wie viel drin sind. 700, 720. Hier steht so eine Liste, wie viel noch hier drin ist. Seht ihr das?
Glaube nicht. Nee, das sieht man nicht durch das Lila. So, dann habe ich hier mal ein neues Produkt mitgenommen. Das ist das hier. Ja, das ist ein Spülmittelspender mit Geschirr und Topfschwamm. Also hier kann man, glaube ich, Fit reinmachen. Hier schraubt man das auf. Dann macht man hier Fit rein und dann kommt das hier unten raus. Dann kann man einfach so aufwaschen. Finde ich gut, weil man gerade wie Schüsseln oder wie Töpfe oder wie Tassen, wenn man manchmal nicht so reingreifen kann, da kann man das hier nur benutzen. Ja, finde ich eigentlich sehr gut. Was steht hier schon? Hände und Nägel beim Spülen. Perfekt Spülmittel Dosierung durch Druck auf das Spenden. Ah, okay, das kommt mit Druck. Also wenn ich umso mehr drücke, mehr kommt raus. Und wenn ich nicht so viel drücke, kommt auch nicht zu viel raus. Das ist gut. Schwamm mit Scheuervlies. Ideal zum Spülen und Geschirr. Glas, Keramik. Aber auch bestes geeignet für Top. Töpfe, Pfannen und Kost. Okay. Hier steht noch Anwendung Schraubverschluss am Griff wenden, aufdrehen, Griff mit Spülmittel befüllen, anschließend wieder verschließen. Spülmittel wird durch leichten Druck auf das Spenden automatisch in den Schwamm abgegeben. Okay. Aber ich habe mich mal, hier gibt es ja auch noch diese Nachfüllpacks hier dafür. Aber wenn ich das auch abmache oder abziehe, dann ist das doch, geht doch das hier, das ist doch dünn. Da bleibt es doch eigentlich dran. Wie will man das andere dran kriegen? Da müsste das andere ja dann nochmal mit so einem Kleber ja befestigt sein. Weil das hier kann man ja nicht nochmal benutzen dann. Also das Teil hier. Wenn jetzt kein Kleber dran soll. Deswegen hatte ich jetzt erstmal nur das eine mitgenommen. Und wenn das wirklich dann nicht mehr gut sein sollte, würde ich dann erstmal gucken, ob man das Nachding holt oder nochmal so ein gleiches Ding hole. Da muss ich aber erstmal schauen. Genau. Dann kommen wir zum letzten Produkt. Das ist von Nivoli. Ein Halsbonbons, Original Schweizer Salbeibonbons mit dem wertvollen Extrakt der Salbeipflanze. 125 Gramm sind hier drinnen. Genau, das sind solche Hustenbonbons. Genau. Und insgesamt habe ich bezahlt. Wartet mal, vielleicht sehe ich den ja. Ach, hier ist er. Insgesamt habe ich nur 23,10 € bezahlt. Ich kann euch mal die Liste zeigen, wenn es euch interessiert. Hier geblieben. Seht ihr das? Ja, ganz leicht. Genau. Gab es eigentlich hier Rabatt? Nö. Ich habe hier noch ein paar Punkte eingesammelt. Insgesamt habe ich 15-fache Punkte, 154 Punkte drauf. Also insgesamt bestimmt, meinen die damit. Ach nee, das hab, nee. Nee, das habe ich insgesamt drauf. Genau. So, das war eigentlich mein ganzer DM-Einkauf gewesen, klein. Ja, ich habe nur das Notwendigste gekauft, weil ich das meiste noch zu Hause habe. Genauso wie Make-up, das habe ich alles noch zu Hause und so alles drum und dran. Das habe ich nicht gekauft, weil ich möchte das erstmal also leer machen erst das andere Zeug und dann erst wieder neu kaufen, weil ich habe ja auch nicht so viel Platz hier zu Hause und deswegen möchte ich ja nicht immer zu viel holen und ich hole nur das, was ich auch wirklich brauche. Genau. Genau, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und wenn ihr unten die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal.